Verhindert die Ordnungsbehörde, der Bürgermeister die friedlichen Spaziergänge in Wehr? Wehr. Nachdem am 7. Februar 2022 111 Spaziergänger unterwegs waren und in der Folgewoche noch 70 friedliche Menschen in der Innenstadt von Wehr ihren unangemeldeten Montagsspaziergang abhielten, platzte Michael Tader, Bürgermeister von Wehr, sinnbildlich der Kragen. Auf die telefonische Anfrage der Redaktion bereits eine Woche zuvor sagte der Ordnungsamtsleiter Herr Stefan Schmitz, dass Herr Tader dies erst mit dem Gemeinderat besprechen möchte, bevor er zu diesem Thema öffentlich Stellung nimmt. Ordnungsamtsleiter Herr Schmitz wollte diesbezüglich am Mittwoch, den 16. Februar, die Redaktion informieren, wie der Bürgermeister und der Stadtrat gegen diese öffentlichen Spaziergänge vorzugehen gedenken. Nach Nichtrückmeldung des Ordnungsamtes am 16. Februar teilte Ordnungsamtsleiter Herr Stefan Schmitz nach nochmaliger telefonischer Rückfrage am Freitag, den 18. Februar um 14.59 Uhr mit, dass doch alles schon in der Badischen Zeitung und im Südkurier veröffentlicht wurde. Er teilte der Redaktion zudem das Zitat des Bürgermeisters mit, welches wie folgt lautet: Das Ende meiner Geduld ist nun erreicht. Ich bin nicht dagegen, dass Menschen ihre Meinung kundtun. Jeder hat das Recht dazu, aber ich erwarte, dass die Demonstrationen angemeldet sind, wie es der Rechtsstaat vorgibt. Zudem hat Herr Tader laut einem Südkurierbericht von Julia Becker vom 17. Februar 2022 geäußert, wenn dies nicht geschieht, werden wir diese Art politischer Meinungskundgebung zukünftig auflösen. Hat diese Aussage bereits Wirkung erzielt, da am Montag, den 21.02.2022, nur noch 46 Spaziergänger auf den Gehwegen in Wehr spazieren gingen? Kann es sein, dass die Aussagen, sprich Einschüchterung von Herrn Tader gegenüber den Bürgern von Wehr Wirkung gezeigt hat? Seit dem 27. Dezember 2021 finden jeden Montag bei Wind und Wetter die Spaziergänge statt. Friedliche Spaziergänge für Demokratie, Frieden und Freiheit. Wir hoffen doch weiterhin, dass trotz allem die Bürger von Wehr den Mut haben, auf den Gehwegen von Wehr ihre Spaziergänge im vorgenannten Sinn übernehmen.